Ja, herzlichen Dank, Professor Marz. Daniela Nicolai hat formuliert, dass sie sagt, es ist schwierig, sowas wie digitale Standards zu definieren, weil eben diese Welt so sehr volatil ist und sich so sehr schnell ändert. Also vielleicht war das vor 10 Jahren noch Thema, Jugendlichen beizubringen, wie man eine E-Mail schreibt. Heute ist das ehrlich gesagt schon wieder ein Thema, weil die das gar nicht richtig können. Aber wir haben da noch gar nicht über Themen wie künstliche Intelligenz, Integration in den Unterricht oder sogar Programmierung von künstlicher Intelligenz gesprochen. Das heißt, das ganze System ist sowieso so wackelig und so schnell wandelig, Standards sind doch da gar nicht zu definieren. Ja, ich würde das genau umkehren, gerade weil dieses System in einer Weise mobil ist und sich schnell entwickelt, brauchen wir halt auch Standards. Ansonsten bekommen wir irgendwann einen Wildwuchs und haben überhaupt gar keine Vorstellung mehr, was passiert eigentlich im System. Die Frage, wie Standards aussehen, die ändert sich möglicherweise. Es geht sicherlich ja, vielleicht auch eher um elementare Dinge, wie schreibe ich in eine E-Mail, die länger als 160 oder 140 Zeichen ist. Das kann man sicherlich sagen, aber es geht doch eher um die Frage so der Metakompetenzen, die dahinter liegen. Dass ich das reflektiere, was ich da mache und dass ich mir dessen bewusst bin, das, was da passiert, ist etwas, was im Prinzip im Internet von niemandem in irgendeiner Weise kontrolliert wird. Und ich muss diese Filterkompetenz, die ich vorhin angesprochen habe, die muss ich, glaube ich, verstärken. Für die Integration in den Prozess des Unterrichts beispielsweise finde ich es schon wichtig, dass man über Standards redet und auch fragt, was nutze ich eigentlich für Angebote? Wichtig scheint mir hier, dass wir den Lehrkräften und den Schulleitungen nicht die Verantwortung geben dürfen, hier ist ein riesengroßes Feld, sucht euch mal das Passende raus. Da muss Unterstützung kommen, ansonsten wird man hier ganz schnell überfordert werden. Denn wie in vielen Bereichen gibt es auch in der Digitalisierung Licht und da, wo Licht ist, ist auch Schatten. So ist es. Thomas Eichler hat nochmal fokussiert auf diese Kombination. Ich glaube, er hatte sehr stark Bilder von der Schule im Kopf. Wie können wir eigentlich digitale und analoge Welt zusammenbringen? Also das sieht er als eine der Herausforderungen an, die im Moment irgendwie in den Schulen herumschwirren, weil die zeitliche Struktur ist 45 Minuten von 8 bis 14.30 Uhr sind alle Kinder in Abständen in irgendwelchen Räumen. Ne? Ja, ich glaube, also meine Beobachtung ist, dass wir hier wirklich noch in zu engen Grenzen denken. Also wir haben, das ist so meine Beobachtung der letzten Monate, wenn wir von Digitalisierung reden, dann immer, naja, das passiert nicht in der Schule. Ne, weil die Schulen zu sind, passiert Digitalisierung zu Hause. Ja, das musste jetzt so sein. Und wir wissen auch, dass es große Herausforderungen waren und dass auch vielen Schulen nicht gelungen ist, genau diesen Digitalisierungswandel hinzubekommen. Und das ist auch, und das muss man, glaube ich, auch sagen, dass es teilweise noch nicht ausgereifte Konzepte von Digitalisierung gibt. Das Digitalisieren eines analogen Arbeitsblattes, das ich verschicke, die Familien analogisieren das wieder, indem sie es ausdrucken, die Kinder bearbeiten es. Es wird wieder digitalisiert und an die Lehrkräfte verschickt. Ich glaube, das ist nicht Digitalisierung, sondern die Art und Weise, wie kann man damit wirklich diesen Prozess des Lernens, wie kann man dort eingreifen? Und das kann natürlich auch in schulischen Kontexten passieren. Also für mich ist Digitalisierung auch gar nichts, was ausschließlich nur dann relevant ist, wenn wir von Fern- oder von hybriden Unterrichtsformen sprechen, sondern wie kann ich wirklich diese Möglichkeiten nutzen? Wie kann ich halt auch Kommunikationsmöglichkeiten nutzen? Wie kann ich beispielsweise Gruppenarbeiten nutzen? Wie kann ich Simulationstechnologien für schulische Projektarbeiten nutzbar zu machen. Also da gäbe es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, die man, glaube ich, nutzen kann, wo gerade das Digitale und Analoge zusammengreifen. Und gleichzeitig würde ich auch immer betonen, auch wenn es extrem wichtig ist, diesen Schub, den wir jetzt im System haben, mitzunehmen, gleichzeitig an der einen oder anderen Stelle auch immer noch mal einen Schritt zurückzutreten und zu fragen, ist das jetzt richtig, was wir machen? Wo ist es möglicherweise auch zielführend, gerade nicht in die digitale Welt einzutauchen? Wo ist es möglicherweise zielführend, in der analogen Welt zu bleiben? Wenn man sich da in die fachdidaktische Forschung einliest, dann wird man sagen, naja, das Lesen lernen und Schreiben lernen, nach allem, was wir wissen, ist etwas, das passiert halt in der analogen Form möglicherweise nachhaltiger als in der digitalen. Was nicht heißt, dass sich das ändern kann. Diese Dynamik, die wir haben, die kann ja auch dazu führen, dass sich die digitalen Angebote so weit verändern, dass sie auch viel besser werden. Gleichzeitig gibt es
extrem gute Angebote, beispielsweise jetzt in den Sommerferien von einigen Bundesländern leider nur nutzbar gemacht, wie man Lernrückstände von Grundschulkindern im Bereich Lesen, Schreiben, Rechnen diagnostizieren kann und dann auch über die Ferne Angebote machen kann, um diese Rückstände auch aufzuheben. Also da ist ganz viel Potenzial, ich sage jetzt nicht im System, sondern in den Systemen. Und wir müssen diese unterschiedlichen Systeme auch erstmal zusammenzubringen. Sie haben vorher ausformuliert, die Ergebnisse Ihrer Untersuchung, dass Lehrkräfte in anderen Ländern ein höheres Potenzial im Digitalen für das Lernen der Kinder und Jugendlichen sehen. Und zwar auch zum Teil deutlich höher, als das deutsche Lehrkräfte tun. Haben Sie da eine Analyse, warum das so ist? Naja, das ist eigentlich im Prinzip möglicherweise eine ganz einfache Erklärung, weil insbesondere in den Ländern nicht nur die Lehrkräfte das wichtiger finden, die haben auch die Möglichkeiten, damit zu arbeiten. Okay. Die haben die technischen Voraussetzungen, die Tatsache, dass eine Lehrkraft auch ein Endgerät hat, die wird halt nicht diskutiert. Und ich finde einfach schade, dass wir so viel Zeit darauf verwenden, dass wir sagen, eine Lehrkraft braucht einen Laptop. Ich meine, jeder Wissenschaftler würde doch sagen, jeder wissenschaftliche Mitarbeiter, wenn ich in dem Institut arbeite, dann erwarte ich, dass mein Arbeitgeber mir ein Arbeitsgerät zur Verfügung stellt und dass ich mir das nicht selbst kaufe. Und dass wir darüber Gedanken und Zeit verschwenden, finde ich eine absolute Ressourcenverschwendung. Das muss selbstverständlich sein. Und da dürften wir meines Erachtens jetzt auch gar nicht mehr lange drüber diskutieren, sondern das muss akzeptiert und umgesetzt werden. Punkt. Die Schulen haben sich ja im Rahmen des Digitalpakts sehr beschwert darüber, dass sie lange Konzepte schreiben sollten, pädagogischer und didaktischer Art, wie sie die Digitalisierung umsetzen sollen, bevor sie die Technik bekommen. Sie haben, so habe ich Sie gerade verstanden, einfach stellt das mal hin, es werden die Dinge kommen. Habe ich Sie da richtig verstanden? Ja und nein. Also ich halte es schon für wichtig, dass man eine Idee hat, was mache ich eigentlich? Also die Tatsache, dass ich Breitband in den Schulen habe, die Tatsache, dass alle Schülerinnen und Schüler Laptops haben, führt ja noch nicht dazu, dass wir eine digitale Schule haben oder dass wir bessere Digitalisierung haben. Das wird die Voraussetzung sein. Aber ich finde, es muss immer noch auch reflektiert werden, warum mache ich das eigentlich? Und wir sind jetzt halt in eine Situation gekommen, wo man sagen könnte, wir haben eigentlich jetzt gar nicht die Zeit zu reflektieren. Wir müssen jetzt machen. Und gerade wenn wir in so einer solchen Zeit des Machens sind, halte ich es auch wieder wichtig, auch aus einer Perspektive des Bildungsmonitoring, dass wir auch das begleiten, was da eigentlich passiert, um wirklich auch zu wissen, ja, was machen jetzt die einzelnen Schülerinnen und Schüler mit den Angeboten? Kommt es denn den Schülerinnen und Schülern auch wirklich zugute? Ist es denn auch möglich, dass man mit digitalen Technologien die soziale Schere abbauen kann? Oder wird sie nur größer dadurch? Das heißt, ich muss ganz spezifische Zielsetzungen haben und die muss ich dann umsetzen. Sonst wird es so gehen, das ist so ein vielleicht ein Negativbeispiel, wenn wir 15 Jahre Ganztag in Deutschland anschauen oder Ganztagsforschung, dann finden wir immer ganz hohes Ziel. Der Ganztag soll dazu führen, dass die Kompetenzrückstände von leistungsschwachen Schülern angehoben werden und dass die sozialen Ungleichheiten abgebaut werden. Wir finden keine Studie, die das zeigen kann. Und warum nicht? Weil die Ganztagskonzepte in der Regel, in der Breite, nicht darauf ausgerichtet sind. Natürlich gibt es Schulen, die das explizit machen, aber in der Breite ist es nicht. Und deswegen halte ich es auch wichtig, diese Konzepte zu haben. Denn das Beste, sehen Sie mir das nach, dass ich das als Wissenschaftler sage, das Beste, was der Praxis hilft, das ist wirklich meine tiefe Überzeugung, das ist eine gute Theorie.